So, wir sind die Firma Kästner aus Thüringen. Wir bauen Snare Drums in Blockbauweise oder Fassbauweise. Man sagt auch Steve Snare dazu. Holger Steuding, das ist der Trommelbauer. Ich bin der Rüdiger Schor. Ich mache den Vertrieb von der Firma. Und wir produzieren seit einigen Jahren diese schönen Stücke hier hinter mir. Und wir sind das erste Mal auf der Musikmesse, wollen unsere Custom Snares vorstellen. Wir haben ein sehr, sehr breit gefächertes Angebot. Wir bauen von 12, 13, 14 Zoll Snares in 6 Hölzern, haben natürlich ein riesengroßes Angebot hier vorzustellen. Hier oben, das sind zum Beispiel alles 14 Zoll Snares, diese zwei Reihen, das sind 13er, das unten sind 12er. Man kann jede Trommel in jedem Holz bekommen. Die Preise sind sehr moderat. Unsere Trommeln fangen bei 3,99 an und gehen bei den Standardprodukten bis 479. Man hat natürlich jede Menge Möglichkeiten. Hier ist eine lackierte zum Beispiel. Hier oben ist eine speziell gefräste aus zwei Hölzern. Hier ist unsere Torte, sagen wir dazu, die ist aus zwei Hölzern. Hier unten haben wir eine, die heißt Stonewash. Ja, die ist also sehr rustikal gemacht, der Holger holt sie mal raus. Das ist also ein Unikat natürlich, das ist ein Einzelstück. Kann man herstellen in jeder Größe, in jedem Holz, überhaupt kein Problem. Die zum Beispiel ist aus Maple, gell? Ja, also unsere Hölzer sind Maple, sibirische Weißbuche, kanadischer Nussbaum, dann haben wir deutsche Eiche, Wildkirsche, habe ich noch was vergessen. Und dann gibt es ein spezielles Holz, das heißt Kotibe. Kommt aus Afrika, gibt es überhaupt noch nicht einen Trommelbau. Wir haben das entdeckt vor ein paar Jahren und produzieren die Trommeln, klingen unheimlich punchig, fett, haben einen tollen Sound. Eins von unseren Highlight-Produkten eigentlich. Ja, das Wichtigste an der ganzen Sache, unsere Hardware, unsere Stimmhardware wird in Thüringen produziert, Messing verchromt, auch in der Werkstatt bei uns im Land. Und wir haben was ganz Besonderes, wir haben bei jeder Trommel nur ein Böckchen, weil eine Stave Snare muss schwingen, die besteht aus reinem Holz, ist stellenweise dickwandig oder auch dünnwandig. Das hat mit dem Sound von der einzelnen Trommel zu tun. Und mit einem Bock ist man dann natürlich wesentlich besser, als wenn man zwei hat. Das bremst den Sound. Und wir haben Feingewinde. Generell an jeder Trommel gibt es gar nicht anders bei uns. Ja, was gibt es noch zu sagen? Hier ist zum Beispiel mal eine Solid Snare, das ist ein Versuch. Die ist aus Esche, können wir auch herstellen. Die kostet auch ungefähr so um die 550 Euro bei uns, also nicht zu vergleichen mit anderen Produkten vom Preis, von der Preisgestaltung her. Ja, unsere Trommeln liegen alle so, wie gesagt, ab 470, 480, nach oben sind keine Grenzen. Wir haben leider Gottes noch keine Holzreifen dabei, wir warten auf die Lieferung schon seit ein paar Wochen. Wir können auch Woodhoop machen, das ist auch kein Problem, ist alles da. Aber wir kriegen die zugeliefert. Ja, und da dauert es noch ein bisschen. Ja, was wäre noch interessant? Das ist eine Nussbaum, gell? Eine 13er Nussbaum ist das hier, die der Holger da hatte. Ja, wie gesagt, ihr seht, es sind alle Größen dabei, von der Tiefe her. Es geht bei 4 Zoll bei uns los. In Halbzollschritten bis hoch 8 Zoll ist jede Trommel machbar. Und die Preise sind sogar bei den Tiefen immer die gleichen. Ja. Also eine 14x4,5 kostet genauso viel wie eine 14x7,5. Ja, das ist also generell bei uns so. Pure Sound Teppich, unsere Gradung, unsere Kesselgradung sind außergewöhnlich plan, sehr gut gemacht. Wir haben auch fast überhaupt kein sichtbares Snarebett, obwohl es da ist. Natürlich, klar, sonst würden die Trommeln nicht klingen. Die Trommeln klingen sehr direkt. Haben eine sehr, sehr gute Ansprache, wie uns die Käufer immer wieder bescheinigen. Und wir hoffen doch, dass wir mit den Produkten irgendwann auf dem Markt Erfolg haben werden. Wir sind eben noch eine sehr junge Firma, aber wir geben uns alle Mühe und die Trommeln werden allgemein als außerordentlich gut bezeichnet für einen sensationellen Preis. Und wie gesagt, es sind alles Custom Drums und der Kunde ist eigentlich immer derjenige, welcher bestimmen kann, wie seine Trommel gebaut wird. Selbst das ist machbar. Wir haben unheimlich kurze Lieferzeiten, dadurch, dass wir in Deutschland produzieren. Wir liefern in der Regel eine Standardtrommel in zwei, drei, vier Tagen aus, wenn es mal ein Special ist. Also wie so eine zum Beispiel, die ist natürlich lackiert und diese auch hier.
Die dauern dann natürlich schon ein bisschen länger, weil die Lackierung sehr, sehr lange zum Trocknen braucht. Wir machen dann meistens 10 Schichten Lack. Aber in der Regel eine Woche wartet der Kunde auf seine Trommeln und dann hat er sie. Und das ist natürlich sensationell. Wir haben den ganzen Service bei uns im Werk. Also wenn bei einer Trommel irgendwas passieren sollte, was bis jetzt noch nicht passiert ist, bei denen, die wir gebaut haben, der Kunde kann jederzeit bei uns die Trommel sofort ins Werk schicken. Wir reparieren, wir machen das ganz, das Teil und schicken es zurück. Das passiert alles in Thüringen. Man muss nicht ins Ausland. Wir haben alles vor der Tür. Alles kommt von uns. Alles handgemacht. Alles super.